Ja, Hallöche, meine lieben Freunde, YouTube-Freunde, wollte ich sagen. Ist ja auch egal. Und willkommen bei Let's Play Anno 1404 bei The Ringwraith. Ja, und investieren Sie Ihren Ruhm in die Errungenschaften von Orient, Okzident und den Korsaren, um von deren besonderen Fähigkeiten zu profitieren. Jetzt wisst ihr es. Der Orient wird versteckt, die Computerspieler eingeladen und wir setzen unsere Segel. Wenn ihr euch hier ansiedelt, kann der Sultan endlich Ja. mehr. Wir machen alles, was wir tun, ist immer mit friedlichen Absichten. Selbst wenn wir mit 200.000 Soldaten irgendwo über die Grenze gehen, das sind doch nur friedliche Absichten. Danke. So. Und wir haben unseren ersten Bazar. Toll. Und schon haben wir minus 5, also orientalische Gebäude, die hauen schon ganz schön rein. Seht nur, euer Volk wünscht seinem Glauben Ausdruck. Hui. Lord Northburg wird über das Fehlen einer Kapelle aufmerksam. Ja. Was? Wie kann das sein? Ein Fall für die Mythbusters. Warum fehlt bei The Wingreed eine Kapelle? Sie kamen zu dem Entschluss, dass diese Kapelle einfach noch nicht gebaut war. Ja. Hui! Und da ist sie. Eine Meine Kapelle. Glückwünsche, ein wahrlich. Danke, er hat mir gratuliert. Er hat mir gratuliert. Mir! Mir! Leben nun Bürger in Oh, ihrem ah. Land. Ich sperre immer die Manchmal ist es Aufstiegsrechte. Ja, ich erforderlich. weiß, dass Der es mir Aufstieg zugehört. eurer Ja, 100 Siedlung ist Ruhm. benannt. Was ich damit sagen will, ich sperre immer die Aufstiegsrechte, dann kann ich nämlich kontrollieren, wer aufsteigt, weil spart doch Ressourcen. Beim Aufbau einer Siedlung macht ihr keine. Das letzte Wort, meine. Wie hat mein Opa, der Anno-Veteran, immer gesagt? Junge, nur du hast das Recht, Leute aufsteigen zu lassen. Wie dem auch sei, ich mache mir gerade selber Angst und das passiert nur relativ selten. Bauen wir erstmal zwei von diesen Dingern, die im Orient für Nahrung sorgen. Ja, heißen glaube ich Dattelplantagen. Ja, genau, Dattelplantagen. Ja, besser geht's nicht. Bau doch einfach die so hin, dass da nichts von einem Weg übrig bleibt. So, aber jetzt. 100%. Ja, im Orient sollte man immer mehr als die angegebene Felderzahl machen, weil einige Felder sind dann halt nicht im so fruchtbaren Bereich. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 5, aber nur eine Produktivität von 88%. Jetzt ist sie bei 100%. Hat auch irgendwie keine negativen Einflüsse, nur dass es halt Platz Die wegnimmt. Bevölkerung eines Mitspielers hat die nächste Zivilisationsstufe erreicht. Oh, Helena ist jetzt auch Bürger und ich bin vor. Also, das sei mal dahingestellt. Ich bin vor einem NPC auf Normal auf die nächste Stufe aufgestiegen. Das habe ich auch noch nie geschafft. Ja, ich sag, wie ich immer sag, im Let's Play ist alles nötig. Ist Ja, im Let's Play ist alles möglich. So. So. Übrigens, meine Erstickungsgeräusche eben habe ich nur so gemacht, um darüber hinwegzutäuschen, dass ich mich komplett verhaspelt habe, keine Ahnung mehr hatte, was ich sagen wollte. Also, tut man einfach mal, tut man lieber so, als würde man erwürgt, anstatt dass man zugibt, dass man einfach nur Scheiße gebaut hat. So viel zu dem Thema. Ja, und unsere orientalische Siedlung wächst und gedeiht. Wir haben schon unglaubliche 21, 22 Einwohner. Ich meine, selbst Hamburg kommt da nicht ran, ne? Die mit ihren läppischen 1 Million Einwohner. Was ist das schon gegen eine Stadt mit 21, 22 Einwohnern? 15 Bürgerrechte sind verfügbar. Wie steht's mit der Nahrung? Lager füllt sich. Lager füllt sich. Nee, füllt sich das Lager überhaupt? Nein, es fühlt sich nicht, weil ich noch einen zweiten Mosthof bauen wollte, es aber natürlich vergessen habe. So.
Mosthof Nummer 2 und ich habe schon wieder keine Ahnung, wie spät es ist, weil ich vergessen habe. Gut, von hier an mache ich noch 5 Minuten. Ja. Ja, nennt mich ruhig Depp, aber solche Sachen vergesse ich eben. Wartet, es klopft an der Tür. Ich melde mich gleich wieder. Ja, da hat jemand an der Tür geklopft. Wer das ist, sage ich nicht. Das ist mein Geheimnis. Gut. Noch 5 Minuten, hatte ich gesagt. So. Und jetzt baue ich hier noch einen weiteren Weg. Und zwar um eine Ressource abzubauen, die man wirklich in extremen Mengen bekommt. Nämlich Stein. Und diese extremen Mengen, wie gesagt, kann man das sagen, man bekommt Stein so gut wie ja nicht. Das trifft's am besten. Stein ist wirklich das, da hast du, da bist du froh, wenn du 20 Tonnen Stein hast. Jetzt ehrlich. La, da, la, und dann. So, und dann werden wir hier die untere Reihe nochmal auf. So. Und so. Ja, das war's auch. Alle Bürgerrechte vergeben. Und die Bürger sind nicht euphorisch. Und die euphorischen Bauern sind jetzt glücklich. Genau wie die Bürger. Ja. Und vom Volk geliebt oder verhasst. 200. Alles. So. Ja? Vom Volk geliebt oder verhasst. Alles eine Frage der Steuer. Das ist doch immer so. Ja, hier kann man ein bisschen was investieren. Schätze des Orients erweiterter Handelskontrakt. Ach, ich mache hier. Und hier, so. Investiere ich meinen Ruhm. So, später wollen wir ja bei aller hier, ne? Noch so richtig auf den Putz hauen. Diese Gebäude werden euch helfen, die maximale Stufe bekommen und dann noch einen Erfolg dazu bekommen. Weißt du, wir bekommen so auf die allerhöchste Stufe, Alter, ey. So bekommen nur wenige. Ach ja, ja. Makarn geht in die Sofortabholung. Und das Kontor kann ich noch nicht aufwerten, da es mir... Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Ich habe Skype schon wieder nicht ausgemacht. In eurer Siedlung ist der Fortschritt... Hey, 50 Ruhm! 50 Ruhm! Ganze 50 Ruhm! So, Mosaik kann hier aus der Ladenfläche verschwinden. Da verschwindet Stein aus der Ladenfläche. Mosaik wird hier reingezogen. So... Ah ja, jetzt können wir auch da Gewürze hineinschmeißen. Weil Gewürze wird eine von den Sachen sein, das Hauptexportgut. Na egal, das Hauptexportgut wird Gewürze sein, ja. Der Stadtsäckel füllt sich. Aber was wird das Volk zu den hohen Steuern sagen? Ja, ich weiß, dass sie sich durch erhöhte Steuern... Hey, wir haben 5, ich... 5 Eier, das heißt, ich kann mein Kontor ausbauen. Das sieht doch so schön aus. Ah, könnte ich mich glatt und von ihm. Ah! Haha, ha, du da. Ja, genau. Die 3 Tonnen. Ich mach das nächste Mal Skype nicht an. Dann sind meine Skype-Kumpels halt nicht die offiziellen Ersthörer, aber das nervt. Ey, plus 2 in der Bilanz. Und mit einem Blick auf meine wachsende Siedlung von Helena? Nein. Nein, das zieht mich nur runter.
mit einem Blick auf meine wachsende Siedlung. Da, genau da. Und mit einem Klick, nein, nicht kein Klick aufs Markhaus, beende ich, doch mit einem Klick aufs Markhaus beende ich meine weitere Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr werdet mich abonnieren. Tschüss!